Da wartest du einen Kuss. Okay. Der ist ja noch härter drauf als ich früher, Alter. Ich wüsste. Mit zwei Männern. Ja. Kennt dich. Dein Name. Okay. Papa das sieht. Ich will nicht, dass mein Papa das. Ja, Bruder, wir sind raus, Digga. Das war, ey, cool. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas. Ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Sollen wir uns das Video mal reinziehen? Wie treu sind Frauen auf Malle? Komm, wir ziehen uns das jetzt rein. Scheiß drauf. Ich mach ein Intro. 3, 2, 1, go. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Ich bin ja mal wieder vor euch am Start. Und willkommen zu einem weiteren Video. Auf meinem motherfucking Zweitkanal. Und ich hoffe, bei euch da draußen alles gut, meine lieben Freunde. Und zwar werden wir jetzt auf ein Video reagieren von Mark Eggers. That's me. Und der hat eine Umfrage gemacht in Malle. Wie treu sind Frauen in Malle? Im Malle. Ah, im Malle-Urlaub. Ich habe gedacht, in Malle wirklich. Also, wie treu sind Frauen im Malle-Urlaub? Interessiert mich. Also, der macht quasi das, was ich auch früher gemacht habe. Und ich werde auch demnächst mal wieder die ein oder andere Umfrage wahrscheinlich droppen. Aber wir ziehen uns jetzt mal rein, was der Eggers hier so verzapft. Ja? Let's get it in. Lass gerne einen Daumen nach oben da. Was fragen wir jetzt heute mal? Ach. Hallo. Hi. Hallo. Hallo. Ich danke. Tachchen. Nein, noch nicht so, ich kenne dich. Ich bin gerade dabei, die Anmoderation zu machen. Wir sind gerade da. Oh, bist du außer Atem? Ja. Hattest du gerade noch ein erotisches Sachen? Ich bin gerade durch den ganzen Bierkönig gelaufen. Wirklich? Bier, ja. Oh nein, und jetzt? Oh shit, man, gib mir die Flirty-Vibes, Alter. Da wartest du einen Kuss? Okay. Der ist ja noch härter drauf als ich früher, Alter. Doch, Mensch. Ich wollte gerade starten mit der Anmoderation. Ich fange mal kurz an. Warte mal eine Sekunde. Leute, herzlich willkommen. Wir sind hier mal wieder. Obwohl man da sagen muss auf jeden Fall, dass die Malle-Vibes sind auch crazy. Ich war da auch einmal und was ich da erlebt habe, also ich habe mich wirklich, also wo ich aus, ja, ich habe mich schmutzig gefühlt, als ich wieder in Deutschland war. An der Playa de Palma, der Hausmeister, Mark Eggers, steht mal wieder hier mitten auf der schicken Straße und ich werde heute mal die Damen fragen. Wie treu seid ihr denn hier an der Playa? Besser kann eine Umfrage. Die lacht einfach nur, die ist voll drunk, glaube ich, oder auch noch auf ganz anderen Sachen. Gar nicht starten, aber Moment, wer ist bei mir hinter der Kamera? Carsten. Carsten. Carsten hinter der Kamera und der heutige Sponsor ist Lootboy. Kommen wir später nochmal zu und wir fangen jetzt mal an. Hast du abonniert? Ja. Und ich hoffe, ihr habt auch abonniert und ich hoffe, ihr habt jetzt dem Video schon einen Daumen nach oben gegeben. Und jetzt? Ja, und jetzt können wir überlegen, was wir machen. Entweder breche ich jetzt ab, wir gehen zu mir oder ich drehe noch weiter und dann treffen wir uns später. In welchem Hotel bist du? Wie treu... So einfach ist das im Malle, ich schwör's dir. Es ist wirklich so. Sind die Frauen hier an der Playa? Was glaubst du? Hey, meine Freundin war vor 3 Wochen hier. Jetzt ist Schluss. Und ich hoffe, sie sieht das Video. Ich liebe meine Freundin und ich glaube, meine Freundin liebt auch mich. Gut, dass du es glaubst. Ich glaube, meine Freundin liebt auch mich, Digi. Das ist auch, Alter. Sie ist die Beste. Und jetzt noch einmal für die Kamera. Clara, ich liebe dich. Clara, ich dich auch. Wie treu sind denn Frauen hier am Ballermann? Ich glaube nicht treu. Du schließt von dir auf andere. Aha. Der Papa ist auch dabei. Genau, der Papa ist auch dabei. Ja, auch mal aufpassen auf die Tochter. Nein, die ist ja alt genug. Wie alt ist sie denn? Ja, 20. Du bist wirklich der Papa, ne? Ja, ja, klar. Wer ist denn hier? Stark. Wer geht? Die steht auch da. Ja, die Mutti ist auch da, oder was? Ja, aber die Mutter ist ja... Die Mutti. Da bist du ja dran. Ah, süße Mutti, Digga, guck mal. So eine kleine, Digga, geil. Wer geht? Die steht auch da. Ja, aber die Mutter ist ja... Da bist du ja. Ich find die voll süß, Digga. Wie die da steht so. Ah ja, klar. Wer geht eher fremd, Männer oder Frauen? Das Geile ist, sie hat die Handbewegung gemacht und er ist genau mit der Kamera parallel so mitgezogen. Ja, ja, klar. Da bist du ja dran. Die wischt es so weg, guck mal. Zack. Ah ja, klar. Zack. Wer geht eher fremd, Männer oder Frauen? Keine Ahnung. Meistens die Frauen. Ich bin froh, dass die Mama weg ist. Nee. Wer geht eher fremd, Männer oder Frauen? Meistens die Frauen, sagt der. Boah, Digga, wer geht eher fremd? Ich würde sagen eher die Männer. Was sagt ihr, Chat? Dann wünsche ich euch noch einen schönen Familienurlaub. Papa, geht mal ein Stück weg. Ich rede kurz mit der Tochter alleine. Also, du bist ein treuer. Oh. Bleib cool, Bruder. Neben Eltern ist Haram. Mädels. Oh, ihr arbeitet für die Mega. Die sah auch noch relativ jung aus an der Stelle, Marc, ja? Reiß zusammen. Nee. Seine Freundin ist alles andere als treu. Bro, trendig. Stabiler Typ. Kapitän sogar. Such dir eine andere. Nein. Die ist toll. Nee, die, Bro. Die ist wirklich toll. Guck mal. So sieht. Boah, das ist halt, ey, ich kenne auch, boah, Bro. Bro, wenn dein Kumpel zu dir sagt, seine Freundin ist auf jeden Fall nicht treu. Schwierig, Mann. Ich habe schon öfter mal in meiner Vergangenheit Frauen kennengelernt, die ihre Männer verarschen, so, weil die halt Männer haben, die ihre Frau so richtig angöttern und anhimmeln, weil die so, also einfach
auch vielleicht gut aussieht und so, und die Männer sich dann manchmal denken, ah, ich krieg keine bessere, und dann einfach bei so einer Frau bleiben, die ihrem Mann voll hintergeht. Jungs, es gibt genug Frauen da draußen. Ihr müsst nicht einer untreuen Frau treu bleiben. Bleibt cool, geht raus und ihr findet eine neue. Fallender Bruder aus, da müssen wir auch mal zusammenhalten. Scheiße. Andersrum natürlich genauso. Wir haben ihn schon mal erwischt, als seine Freundin. Was? Und jetzt du mal ganz alleine. Warte kurz. Ich hoffe, es riecht nicht. Riecht das? Nee, ne? Riecht das Mikrofon? Riecht noch? Nein. Riechst du? Nicht. Oh, das Meer hinten, Bro, ich will auch. Mein Mikrofon duftet leicht nach Arsch. Grüße an Micky. Riecht nach Zwiebel hier, ne? Ja. Weil du hast heute gar nichts mehr vor, deshalb bist du auch treu. Ich bestelle mir Zwiebel und Knoblauch und deswegen bin ich auch nicht mehr treu. Ja, dann die Banane. Hast du einen Freund? Ja. Wo ist er denn? Der ist in Deutschland. Aber sitzt neben fünf andere. Ja, weil ich mir ein bisschen Zwiebel und Knoblauch anschraube. Ah, und dann hoffst du, dass das die anderen beiden abschreckt. Mhm. Dann sage ich, steck dir mal den Döner noch zwischen die Beine. Du hast gerade gesagt, du wirst oft mit mir verwechselt. Der Typ ist auch schon durch, ne? Auch so innerhalb von anderthalb Monaten so einen dicken Bauch bekommen wie unser Marc, ne? Aber ja, wir machen es mit dem Charme wieder weg. Eine Sache sagen? Gerne. Wir waren zu Hause und es war so, Marc Eggers, komm, wir gucken seine Videos an, weil war mein Typ. Sag, Schatz, guck, der sieht aus wie ich. Marc Eggers ist einfach mal ein heißer Hund, der ist mal ganz präsent unterwegs, ne? Hä? Applaudiert doch mal für euer Bruder hier. So, ach so, jetzt sehe ich das erst, deine Frau. Ich glaube, ich habe sogar damals mal Kontakt mit dem gehabt. Ich weiß es nicht ganz genau. Irgendwas war mal. Ich kenne den auf jeden Fall auch noch von damals. Wo ich noch diesen Straßenhype hatte, da hat er noch, also wo ich noch auf der Straße rumgelaufen bin und diese Straßenumfragen gemacht habe, da hat er, glaube ich, ganz andere Sachen gemacht. Ich glaube, hat er nicht irgendwie was mit Fashion gemacht oder so? Outfits gezeigt und so Parfüm und sowas? Keine Ahnung, ich kenne den auf jeden Fall von damals auch noch. Mit dabei? Ach so, deshalb machst du solche Töne hier. Ja, dann gebt euch doch mal einen Schmatz, ihr beiden süßen Mäuse. Nein, du bist schön anzuschauen, muss ich sagen. Top. Du bist auch schön anzuschauen. Da meine ich deine Freundin. Nein. Diese Brille, jetzt wirklich. Mach dich schlau. Und sexy. Ich will dich nicht ausschließen. Komm mal ran, ein bisschen. Brille ist schon hart. Ey, wer steht auch auf so Brillen, so Brillen bei Frauen? Ey, du bist eine Augenweide. Es gibt so spezielle Brillen, die irgendwie Sex ausstrahlen, finde ich. Wirklich jetzt. So. Innere Schönheit. Jetzt auf. Hör jetzt auf. Also ich spreche jetzt mal von mir. Ja. Ich bin treu. Du hast einen Freund? Ich habe einen Freund seit fast 5 Jahren. Ich bin hier, um mit meinen Girls Fun zu haben. Ich sage jetzt nicht, ich lasse mich nicht gerne anquatschen. Ich finde es cool. Ich habe gerne coole Unterhaltungen. Ich habe einen Freund zu Hause. Ich weiß, wo ich hingehöre. Ja, die macht Podcast, geil. Ich bin eine Freundin und ich bin treu. Sind Frauen treu hier am Ballermann? Nein. Männer schon. Ich bin treu. Immer. Sind die Frauen auch treu? Weil wahrscheinlich nicht. Du bist auch vergeben? Ja. Okay, und auch treu? Ja. Ja. Ja, die andere hat einen halben Roman vorgelesen. Die sagt einfach ja. Aber du lügst. Ich bin einfach der Meinung, dass hier viel Scheiße gebaut wird. Also, aber nicht von dir? Nee, von mir nicht. Auch nicht ohne Brille? Auch nicht ohne Brille. Mit Brille nicht und ohne Brille nicht. Wie treu bist du denn im Urlaub? Sehr treu. Sehr treu? Mein Freund sitzt zu Hause. Vermisst du ihn gerade? Die sieht ernst und serious aus. Ich glaube ihr. Sehr. Dann sag ihm das. Der guckt das bestimmt. Ja, ich vermisse ihn sehr. Wirklich? Ich glaube, das hat er bis nach Hause gespürt. Ja, also diese Energie, die da eben bei ihr mit rübergekommen ist, so, die hat er auf jeden Fall gespürt. Bist du treu? Oh, Bruder, wo fängt bei dir Fremdgehen an, fragt einer. Gute Frage. Ja, also ich sag mal so, für mich, es ist natürlich schon eine Art von... Es ist voll schwer zu definieren, wo fängt Fremdgehen an. Für mich ist richtiges Fremdgehen, wenn ich was habe mit einer anderen Frau. Und ich rede von sexuellen Austausch. So, das ist für mich Fremdgehen. Aber wenn du es auf die Goldwaage legst, dann ist schon so, das Hintergehen fängt schon an. Also für mich ist zum Beispiel Gucken und so alles easy. Weißt du, du kannst gucken, Fantasien und so, das kann man nicht ausstellen. Das ist einfach normal. So, manche mehr, manche weniger. Aber wenn es dann schon darum geht, irgendwie zu antworten oder so, weißt du, bei Instagram DMs zum Beispiel oder irgendeine macht dich an auf der Straße und du gibst ihr ihre Nummer und so, da fängt es schon an, dass du die Idee davon hast zu hintergehen. Das geht schon kann bei manchen Männern gefährlich werden, die sich nicht so krass unter Kontrolle haben, die sollten da schon den Cut machen. Ich finde, jeder sollte da so, ja, jeder muss da irgendwie für sich wissen, bis zu welchem Punkt er gehen kann, ohne fremd zu gehen, aber... Digga, wenn du eine Frau wirklich liebst, wenn du deine Partnerin hast und wenn die dir alles gibt, was du brauchst,
dann kommst du auch gar nicht auf die Idee, irgendwie Kontakt aufzubauen mit einer anderen Frau. So, dann machst du das einfach gar nicht. Und das ist auch das Beste. Und wenn du das Bedürfnis danach hast, noch Kontakt mit anderen Frauen aufzubauen oder irgendwie auch spürst, ey, ich will doch nochmal eine andere haben oder so irgendwie, dann mach Schluss, dann sei nicht in der Beziehung, weißt du? Verständlich, also mein Motto ist kein Sex vor der Ehe. Wenn ich eine Freundin hätte, no joke, feier ich doch mit denen in Urlaub fahren. Ja, wir fahren auch nochmal in Urlaub, aber halt nicht nach, zum Ballermann. Wohin geht's dann? Thailand. Und nach Thailand? Der steht auf Ladyboys? Wie heißen die? Ping-Pong. Machst du das, Ping-Pong? Ich? Kannst du gut Ping-Pong spielen? Du hattest schon wilde Nächte, ne? Nee, wilde Nächte noch nicht, nee. Wie? Ist zu anstrengend. Du kannst. Also ich muss schon sagen, also wenn ich jetzt überlege, damals meine Freundin, wenn in meiner letzten Beziehung meine Ex gesagt hätte, ich fliege jetzt nach Malle mit meinen Freundinnen an Ballermann, so. Schwierig. Einfach unten liegen. Seestern und so, okay. Ja, aber kannst du auch machen. Lass ihn doch die Arbeit machen. Muss ja nicht immer reiten. Stehst du auf große Männer? Ja. Guck mal hoch. Ey, das sind BWL Justus. Where you from? Norway. No way? Norway. Aha. And you? Norway. No way? Was heißt das auf Englisch? No way. Wait a minute, my translator. Hytropo, fylla. Jenseså, hytropo. Ja, ja, ja. We're single. What is your type of boy? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Tall, dark and handsome. Hier, da ist er. Tall, dark and handsome. So, Freunde, einmal Doppelbizeps für das Mädel. Tall, dark and handsome. Hier bin ich. Sind Männer treu im Urlaub? Nein. Sind Frauen treu? Ja. Hast du einen Freund? Ja. Ich nicht. Hast du eine Freundin? Nein, hab ich nicht. Der ist der geilste, Digga. Der ist auch YouTuber, oder? Ich hab gesehen, ich glaube, die sind alle da. Ich glaube, die sind alle da, ne? Ganzen Ding und so. Wen verfolge ich? Den Rohat verfolge ich. Den Rohat, ich mag den irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Aber den verfolge ich. Ich hab gesehen, die sind alle im Malle gerade, ne? Meine Puffmama heißt geil. Ron? Ja. Ron? Ron, Digga, guck mal. Mama heißt geil. Ron? Der Ronny-Boy, Digga, hat wieder abgenommen. Pumpt wieder jetzt. Ja. Ich will auch heute mal so ein bisschen Bildung mit auf den Weg geben. Ja, das kann ich auf jeden Fall verstehen. Also Verhütung ist auf jeden Fall wichtig. Nee, aber du hast Spaß am Sex, ne? Ja, klar. Du bist eine sympathische, so eine knuffige. Knuff? So eine knuffige. Ja, ich sag Bescheid, ich schau. Bisschen was zum Anfassen, wie ich. Zu, ohne Witz. Nee, wirklich. Ich schau gerne zu, sagt er. Ja, ja, ich lieb das. Das Zuschauen ist voll mein Ding. Das ist Pizza und Pasta. So heißen die beiden. Oh, Pizza, Pasta. Jetzt kriege ich auch gerade Hunger auf eine Currywurst. Ich hätte da gar kein Geld für, deswegen ist das alles angegessen. Gehen wir heute Abend Pizza und Pasta essen. Pasta essen. Da habe ich richtig Bock drauf. Ich bring die Soße mit. Okay. Wie treu sind die? Der Bruder, Alter, der hat's auch ein bisschen nötig, ne? Man merkt es schon, er ist so gut, geht gut nach vorne, ist gut da provoziert, aber das mag ich, bin ja selber so. Und an der Playa. Aber geht's jetzt um mich? Mit meinen Milchtüten oder geht's um dich? Ich hab keine Brüche. Achso. Du bist ja auch augenscheinlich keine Frau. Ja. Muss schon sagen, macht er gut, der Marc, ne? Also es gab nicht viele YouTuber, die ich geil fand, die dann diese Straßenumfragen-Geschichten gemacht haben, aber ich muss schon sagen, das ist einer der ersten Umfragen, die ich mich von ihm hier reinziehe, macht er gut. Ach, auch mal die passive Rolle. Ja. Komm her, jetzt. Oh, aber jetzt kein Sniffy bekommen, Digga. Mal ran an die Banane, ne? Bist du Single? Ja, nein, 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 nein. Also ich glaube, die Zuschauer haben es gemerkt, wie sehr du ihn gerade vermisst hier im Urlaub. Wo geht's hin für euch, Megapark? Zum Tätowierer jetzt erst. Ihr geht zum Tätowierer? Ja. Du tätowierst dir den Namen von deinem Freund. Nein. Jetzt erst tätowiere mal. Tätowiere dir einen Marc Eggers. Da freut sich der Freund, ne? Schatz, was ist denn das da für ein Name? Was tätowierst du dir? Das weiß ich auch noch nicht. Ach, einfach spontan. Weiß ich auch noch nicht. Was ist das, Schweizer oder was? Das nach Bock fühlt. Ja. Ist ja nur ein Tattoo, das ist ja nach einer Woche wieder weg. Ja, genau. Bist du gerade verliebt? Da bahnt sich. Einfach Flasche Wein so, das ist Malle. Zahn, eine Tinder-Geschichte. Willst du was trinken? Ja. Ehrliche Antwort so, ich bin... Klar bin ich treu, auf jeden Fall, aber wenn mich jemand anspricht, dann finde ich es auch cool, mit jemand anderen so zu sprechen, zu feiern, so, das ist auch cool. Ach, du bist die Flirtbanane. Ich glaube, ich kann das schon. Aber dein Freund sitzt zu Hause und du machst hier Flirterino. Ja. Schwierig. Vielleicht. Ich mache immer Sprüche. Nee, Digga. Wenn ich mir so vorstelle, ich sitze zu Hause und ziehe mir das Video dann rein und so, meine Freundin erzählt sowas. Aber du hast die... Adieu. Geangelt. Hab ich das? Ja. Heute gefunden. Guck mal, ich mache Werbung für dich, Digga. Marc, ich bin mir nicht so sicher. Wie treu sind denn Frauen hier am Ballermann? Oh, gute Frage. Ich glaube nicht ganz so. Ich glaube, macht schon, weil hat Freundin zu Hause. Denkt sie, oh shit. Oh oh. Ich glaube, was auf dem Ballermann passiert, das bleibt doch auf dem Ballermann. Ja?
Ja. Was passiert bei euch noch am Ballermann? Einiges. Einiges? Kannst du auch mit zwei umgehen? Mit zwei Männern? Ja. Könnte ich. Ja. Dann haben wir drei heute ein Date. Bro, ich teile gerne, Digga. Hey. Ich will nicht, dass mein Papa das sieht. Ja, Bruder, wir sind raus, Digga. Es war, ey, cool. Schön, dass ihr da wart heute im Stream. Wir sehen uns im nächsten Stream. Bionic dabei ist, alles weiter dabei ist, wir sind schon dabei. Peace. Digga, ich will nicht, dass mein Vater das sieht, ja. Wo sind wir hier gelandet, Mann? Ah, Späßchen, war nur kurz auf Toilette. An alle Väter da draußen, erzieht bitte eure Töchter. Gerade Töchter, vernünftig. Nicht so eine. Ja. Nee, ich bin nicht so cool. Ich kann mal nicht so. Papi, ich bin nicht so Teil eine. Teil gerne, Digga. Mein Papa das sieht. Hey. Papa, ich bin nicht so eine. Ich glaub dir nicht. Ja. Nee, ich bin nicht so cool. Ich kann mal nicht interviewen. Nee, du bist aber dafür hübsch. Dankeschön. Wenn man sich da ordentlich einen reintrinkt. Oha! Aber man muss auch mal ehrlich sein bei meinen Videos. Ich kann nicht immer nur lügen. Wir gerannt zu dir. Der kommt mir gleich hinterher. Wir müssen schnell weg. Ja, wir kommen, dann gehen wir schnell zu mir. Komm. Komm, schnell. Du hast auch eine Größe. Ne? Ich bin nicht so eine. Scheiße, Bro. Spaß, komm. Komm, das war super. Ganz viele Eheringe, ganz viele Frauen dazu. Ja. Viele Eheringe und viele Frauen? Ja. Ich weiß gar nicht, wer schöner ist, die Mama oder die Tochter. Willst du rappen kurz? Verarscht mich aber dann. Gula im Naule, Zypion, Wodko, Beluga, die Sorgen vergessen wir mit weißem Puder. Ich guck dich schon. Nee, Bruder. Danke, mein Bratan. Nikita, unterstrich, unterstrich, 261. Schneid jetzt immer die unangenehmen Zehen rein. Oh, schneid rein, schneid rein. Ich liebe dich, mein Bruder. Eine Handballmannschaft. Eine Handballmannschaft? Mach mal Handball-Move. Du darfst jetzt Werbung machen für deine Handballmannschaft. TS, super treu. Super treu? Ja. Warum? Weil ich verlobt. Warum? Wir sind bereit. Ihr seid bereit. Für was bist du bereit? Für Party, ja! Ja! Wie treu sind die Männer hier? Ich schwör's dir, ich liebe Deutsche, die im Ausland sind, ne? Leier? 5%. 5%? Ja. Von 6? Von 100. Also, wenn ich von mir ausspreche, dann 110% treu. Du hast einen Freund? Nee, ich habe eine Freundin. Krasses Oberteil. Würde ich, wenn dann. Freundin? Party, ja! Ah! Ja! Ich würde sagen, es kommt ganz drauf an. Es gibt sicherlich auch Kaliber, die sich dann doch mal verlocken lassen. Ist die nicht warm unter dieser Pikachu-Mütze dann? Nee, doch. Ach so. Würdest du deine Freundin allein hier an die Playa lassen? Nö. Nee? Nee. Bist du, hast du eine Freundin? Nee. Dürftest du allein an die Playa? Nee, deshalb habe ich ja keine Freundin. Na? Na, da beugst du dich nach vorne. Ja. Nö, für mich ist auch fein. Kannst du Straßenumfragen? Ja, ja, ich mache wieder Umfragen. Mit dir? La 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 la. Ich glaube, du solltest Schlagersängerin werden oder mit OnlyFans anfangen. Oh, das habe ich schon öfter gehört. Kein Sex vor der Ehe. Wie treu bist du, Michi? Treu, schon sehr treu. Also irgendwie bei treu muss man sagen, treu, da kann man. Schon sehr treu so? Ja. Yeah. Komm ich gerade. Hallo, Emily. Hallo. Hi, hier ist der Marc. Kannst du mir mal die Michelle geben, bitte? Ja, die ist gerade, die hat gerade den Mund voll. Ich sag's euch, wie es ist. Ich werde den Song neu aufnehmen. Ich muss mir irgendwie die Genehmigung holen von Andreas Gabriel und dann mache ich eine neue Version. Wie findest du das? Finde ich super. Ja, oder Marc Eggers 2022, Hordi, Jordi, Jordi. Noch nicht so viel, was ich mitbekommen habe, tatsächlich. Wir wurden schon mal gefragt, ob wir das machen würden, aber. Fremdgehen? Ja, Tatsache. Seid ihr vergeben? Ja. Und dann kommen die Männer an und sagen so, yo, Bock mit. Hast du Bock mal fremd zu gehen heute? Fremd zu gehen? Ja, hast du heute Bock, deinen Freund zu betrügen? Jordi, Jordi, Jordi. Feier ich nicht. Hört auf mit so einer Scheiße. Macht das nicht. Schlaft nicht mit vergebenen Frauen, Freunde. Schlaft nicht mit vergebenen Frauen. Wir sind ein Team. Verstehst du, was ich meine? Wir als Männer, wir sind ein Team. Wir gehören zusammen. Wir müssen uns gegenseitig den Rücken stärken. Also schlafen wir nicht mit Frauen, die vergeben sind. Weil dann fallen wir unserem Bruder in den Rücken. Ich mag das nicht. Machen wir nicht. Hey. Wie treu sind denn hier Frauen am Ballermann? Was sagst du dazu? Was sagst du dazu? Carla sagt sehr treu. Sehr treu? Das ist Marc Eggers, Sandy. Ich bin Marc Eggers. Was ist dein Bodycount? Wie treu sind die Frauen hier an der Playa? Nicht so treu, glaube ich. Warum? Naja, wir sind auf Malle. Ja, ich bin treu. Jetzt habt ihr die Schöne vorgeschickt, ne? Ja. Das sind die sieben Sünden und sie ist der Coach. Und was ist das? Nein.
Ah, die zwei schon wieder. Ich will ja nicht, ich will gar nicht. Die Frauen kommen und sie sagt immer, Marc, will ich die Frauen wollen. Was soll ich euch sagen? Ich habe Bruder, den Gesetz. Wir sind am Ende dieser wirklich verrückten Straßenumfrage angekommen. Erstmal danke an Lootboy, dass ihr das Ganze... Cooles Video auf jeden Fall. Nicht schlecht, Digga. Muss ich schon sagen. Einer von wenigen, die die Straßenumfragen auch geil gemacht haben. Geil kopiert haben vom Lovelock an der Stelle. Natürlich an der Stelle